Liebes Tagebuch, es sei nun schon 63 Jahre her, dass Nanosch den Toss bis zum Rand der Gräumenstadt geführt hat, wie mir die alteingesessenen Erklärer erzählten. Kaum zu glauben, dass einige schon von Beginn an hier ihren Dienst tun. Ich bin erst seit wenigen Felsverschiebungen hier und wenn mich mein Pflichtbewusstsein auch maßregelt, mein Los nicht zu bedauern, so muss ich doch sagen, dass das Leben hier weit ab von der Heimat kein Honigschlecken ist. Dabei ist es nicht die Entfernung, die einem Sehnsucht nach Morgulosch in der Tiefe meiner Seele auflodern lässt, als eher der unwirkliche Ort an sich. Die Höhlen hier beherbergen nicht den gleichgeschmeidigen und warmen Stein, wie man ihn aus der Umgebung von Morgulosch kennt. Er ist schroff, kalt und geradezu von metallischer Härte. Ich mag den Stein hier nicht. Manche der Schildwachen sagen, ich übertreibe. Aber ich, Herrn Grosch, Sohn des Hamgram, Steinmetz in vierten Generation, sage, dieser Stein ist nicht Stein, er ist Feind. Es ist fast so, als widersetze er sich meinem Willen, ihn zu formen. Ein Gutes hat es jedoch, es gibt hier kaum relevantes Erz im kargen Gestein. Weder Eisenkupfer noch Gold oder gar Diamanten, die einem das Herz im Alltag höher schlagen ließen. Nichts. Daraus ergibt sich aber auch nicht die Notwendigkeit, das Gebiet weiträumiger zu durchschlagen. Die Gänge sind bereits angelegt und ausgeformt, so dass ich meine Arbeiten lediglich auf einige Reparaturen beschränkt werden. Ach, ich bin müde. Morgen geht es wieder früh raus. Ich werde mich mal aufs Ohr hauen. Nacht. Liebes Tagebuch. Na toll, inzwischen bin ich hier Mädchen für alles. Neben meinem Steinmetzarbeit mache ich kleine Botendienste, wische den Boden in der Küche und muss dem Wachen das Essen auf ihre Posten bringen. Die Kerle der Schildwache sind ja an sich ganz in Ordnung, wenn da nur nicht dieser Galosch von der Aussichtsplattform wäre. Er hat sie nicht mehr alle, sage ich dir. Wenn der mich noch einmal anmacht, dann meißel ich dem sein blödes Grinsen mal zurecht. Wo ich denn bleibe, raunst er mich immer an. Und ob ich wohl zu lange unter einem Stalaktiten geschlafen hätte, dass mir dabei der Kopf schon ganz ausgetropft sei. Ganz gleich, wie freundlich ich zu ihm bin, jedes Mal kommt ein blöder Spruch. Ich kann den Kerl nicht neiden. Liebes Tagebuch, es sind schon 2 Wochen vergangen. Heute sind mir Gerüchte über diese kleinen verfluchten Drachenanbeter zu Ohren gekommen. Sie sollen tief in ihren Hallen wieder natürliche Experimente vollführen. Man spricht von magischer Wiederbelebung der abscheulichsten Art. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Meine Zwergenbrüder sind schon etwas eigenartig. Alle tragen fast ausnahmslos diverse Talismane mit sich rum. Einige sind richtig paranoid. Das Schuh schimmert auch immer ein extrem religiöser Eifer in ihren Reden durch. Um von mir nicht missverstanden zu werden, ich bin wirklich ein angroschfürchtiger Zwerg, aber die Typen haben sie doch nicht mehr alle. Das ist übelstes Steinbeißer-Angramm. Aber ich lasse mich davon nicht irritieren. Ich habe gar nicht die Zeit, mich mit solchen Spinnereien abzugeben. Ich habe zu tun. Die 18 Tische in der Messe sind jetzt zwar etwas tiefer, aber wenigstens sind die Axthiebe raus. Das kommt von dieser dämlichen Rationierung des Biers. Das hat mich 34 Steinhobelblätter gekostet. Dieser verdammte Stein. Liebes Tagebuch, seit einem Monat bessere ich schon die verzogenen Rahmen der Türen hier im Ostflügel der Waffenkammer aus. Dass sich Steine in so kurzer Zeit so verziehen kann, ist mir ein Rätsel. Aber hier wundert mich langsam nichts mehr. Ach übrigens, das Bier ist ausgegangen, weil die Lieferung aus Morgulosch nicht gekommen ist. Mann oh Mann, wer macht hier eigentlich die Planung für die Vorräte? Wenn ich hier mit den Türen fertig bin, dann kann ich wieder die Messe schleifen. Nicht mein Bier, ich habe beschlossen, ich werde hier nicht mehr lange bleiben. Zunftordnung hin oder her, ich habe keine Lust hier auf diesem Posten die nächsten 80 Steinläufe mit diesen Irren zu versauern. Ich werde ein Schreiben an meinen Oheim senden, damit er meine Versetzung nach Morgulosch beim Zunftmeister durchboxt. Er hat dafür die richtigen Beziehungen. Liebes Tagebuch, wenn die Tage doch nur vergingen. Die wenige Zeit, die ich hier bin, macht mich schon mürbe wie die Pilzfleischkeks meiner Urgroßmutter. Haha, und die Leute hier sagen, ich hätte nicht alle Wurfbeine im Schrank, weil ich so ein Eigenbrötler wäre und mich absondere. Ich muss mir von diesen kranken Typen so etwas sagen lassen. Die müssen gerade reden. Heute kam dieser Volltrottel von Lumbrasch in die Messe gestürmt. Geschrien hat er,
wie eine angestochene Wolfsratte und ist rumgerollt wie eine junge Dunkelassel. Er wäre in Nesselpilze geraten und müsse jetzt sterben, schrie er immerzu. Naja, er ist dann nicht gestorben, aber seitdem ist er vom Dienst suspendiert und komplett in Bandagen gewickelt. Er wird wahrscheinlich mit den nächsten Moloch-Lieferungen zurückreisen. Wie kann man nur so blöd sein und sich in Nesselpilze legen? Liebes Tagebuch, das Bier ist endlich da. Lange wäre das auch nicht mehr gut gegangen. Zumindest wäre ich nicht mehr in der Messe arbeiten müssen. Es wurde schon langsam öde, die Scharten aus den Tischen rauszufallen. Aber ich bin hier sowieso bald weg. Der Brief an meinen Oheim ist gleich mit Lumborasch rausgegangen. Bis Ende der nächsten Woche müsste ein Kurier die Versetzungspapiere überbracht haben. Dann bin ich mit der nächsten Bierlieferung weg. Liebes Tagebuch, Galosch hat heute ein neues Lächeln bekommen. Liebes Tagebuch, vielleicht die Arbeit von der Hand geht, wenn man sich auf die Mädchen im Moorlosch freien kann. Mein Oheim ist der Größte. Gestern kam der Kurier an, hat alles ist geregelt. Verdammt, ich kann Galosch nicht finden. Ich wollte mich noch bei ihm entschuldigen. Man weiß ja nie, wo man sich wieder trifft. Liebes Tagebuch, ah, das habe ich nicht verdient. Galosch Kiefer ist gebrochen. Er kriegt den Mund nicht mehr auf. Das spielt er doch nur diesen elenden Simulanten. So fest habe ich ihn doch gar nicht zugesetzt. Sicher, ich hätte nicht den Granitmeißel nehmen müssen, aber dieser Stumpf von einem Zwerg hat mich mit seiner Anspielung so verdammt wütend gemacht. Er sagte doch glatt zu mir, seitdem ich hier die Ausbesserungsarbeiten machen würde, würde die Wehranlage ihn weniger an ein zwergisches Bollwerk erinnern als an einen löchrigen Ziegenkäse. Naja, und da ist es eben mit mir durchgegangen. Jetzt habe ich den Moossalat. Der Oberbefehlshaber Nanlosch hat Garosch zur ärztlichen Konsultation nach Morolosch geschickt, wogegen ich ja nichts habe. Er kann ja nun nicht mehr seine blöden Kommentare loslassen. Wie auch immer, das Schlimmste ist, dass Oberbefehlshaber Nanlosch mich auf Galoschs Posten gesetzt hat. Das war's mit meiner Versetzung. Ich würde so lange Dienst schieben, bis Galosch seinen Dienst wieder übernehmen könne, hat er gesagt. Nun sitze ich die ganze liebe lange Schicht an der großen Balliste und starre auf die Gräumenstadt hinaus, als ob sich da in den letzten 20 Steinläufen jemals was getan hätte. Die Welt ist so grausam. Liebes Tagebuch, alles ist ruhig hier auf Posten. Keine Bewegung auf der anderen Seite. Ich weiß noch nicht einmal, wie diese Gräume aussehen. Zumal das so weit weg ist, dass man im steinernen Entfernungsnebel kaum etwas ausmachen kann. Nur dieses fahle, gelbe Leuchten, das aus der Dunkelheit schimmert. Schwer ist die Arbeit ja nun wirklich nicht. Sogar das Essen bekomme ich vorbeigebracht. Der alte Zeugwart Wungrasch kümmert sich rührend um mich. Er sagt, ich erinnere ihn an seinen Neffen. Wenn er um dieses ständige Warten nicht wäre, warten darauf, dass nichts passiert. Zuerst war es ja noch lustig, aber nach den ersten 9 Stunden vergeht einem das kleine bisschen Freude daran. Freude habe ich es aber wieder überstanden, habe zu Schichtende meine Berichte geschrieben und bin gleich ab in die Falle. Liebes Tagebuch, alles ruhig hier auf Posten. Meine Augen drehen etwas. Man verfällt bei dieser Arbeit leicht in ein monotones Starren, was einem die letzte Flüssigkeit aus den Augen presst. Am liebsten würde ich die Stufen der Wendeltreppe, die vom Ballista-Depot nach unten zum Versorgungstunnel führt, neu einschleifen. Der Steinmetz, der das Konstrukt angefertigt hat, muss geschielt haben. Womöglich einer dieser Dilettanten aus dem Koscher Hügelland. Alles krumm und schief und gegen die Maserung des Steins geschliffen. Liebes Tagebuch, alles ruhig hier auf dem Posten. Verdammt, was mache ich hier? Ich bin Steinmetz und keiner dieser Schildspeer. Ich kann hier auf der Ballista schon nicht mehr sitzen. Ich würde am liebsten aufstehen und mal zum Essen in die Messe gehen. Ein Schildspeer hat immer den Finger am Abzug, Junge. Höhö, sein verdammter Stuss. Ich sage einfach, dass ich den Dreck hinwerfe. Vielleicht könnte ich mir ja einfach ein Bein brechen oder mich in einem Nesselpilzteppich rollen. Nur raus hier, Angrosch behüte mich. Liebes Tagebuch, alles ruhig hier auf Posten. Ich werde langsam krumm und buckelig. Vom ständigen Sitzen an der Balliste. Heute nach dem Mittagessen kam der Oberbefehlshaber Nanosch auf Inspektionstour vorbei. Wie geht's, Rekrut, hat er gefragt. Wie es geht, ich erwiderte, keine Vorkommnisse, Herr General. Alles ruhig und weiter meint er gut, weiter so, Rekrut. Solche Leute wie dich brauchen wir hier. Mir wurde schwarz ums Herz. Angrosch, du allein bist meine Zuversicht. Liebes Tagebuch, alles ruhig hier auf Posten. Ich habe die Balliste abgefeuert. Ich habe da was gesehen. Ja, gesehen habe ich da was. Das Ding hat aber auch einen richtigen Bums, sage ich dir. Der Boss ist so weit geflogen, dass ich ihn im Nebel nicht mehr ausmachen konnte. Im Bericht steht, dass sich der Spannbogen wegen mangelnder Materialpflege gelöst hat. Oh, Angrosch, geleite mich durch klammen Spaltenfels und führe mich in weitere Höhlen, auf dass ich gewahr werde deines Namens auf blankem Grund, als ich in felsener Höhe.
Liebes Tagebuch, seit Wochen redet Wungasch kein Wort mehr mit mir. Das Essen steht ja jetzt nicht mehr auf die Ballista, sondern auf den Eingangstisch. Er kommt aber immer bis ganz zu mir und zeigt mir den Teller höchst ausführlich, bevor er mein Mahl dann zurück an das Tischchen an der Eingangstür stellt. Da ich den Posten nicht verlassen darf, kann ich von Glück reden, wenn die Rattenkäfer zum Ende der Schicht davon noch was übrig gelassen haben. Aber diesem elenden Wühlschrank werde ich schon noch zeigen. Angrosch soll meine Inspiration sein. Wie viele Seiten haben wir noch? Zu viele. Liebes Tagebuch, ich hatte etwas von dem glitschigen Pilzsalat der letzten Tage beiseite schaffen können und ein gutes Häufchen mal einen Ansatz der Wendeltreppe ausgesägt. Was soll ich sagen? Hochmut kommt vor dem Fall. Wungasch konnte es sich auch dieses Mal nicht nehmen lassen, mir in ausgesuchter Häme mein Essen zu zeigen. Aber da verließ ihn sein Grinsen. Angor straft die Spötter, denn indem sie seine Kinder verhöhnen, verhöhnen sie ihn. Ich habe sofort Hilfe gerufen, aber wir haben ihn da unten nicht mehr ausmachen können. Liebes Tagebuch, es tut sich da was. An der Gräumenstadt. Ah, Angrosch, ich hätte die Balliste nicht abfeuern sollen. Aus der Dunkelheit kamen heute früh ganz riesige Monolithen hervor. Kaum in Sichtweite verharrten sie schwebend in der Schlucht, übersät mit leuchtenden Symbolen. Ich habe sogleich mein Angesicht verhüllt, damit mich diese magischen Zeichen nicht verhexen können. Und haben wir Alarm ausgelöst. Die ganze Basis wurde mobilisiert. Die zwei kleineren Steinballister sind daraufhin sofort besetzt worden. Des Weiteren wurden 50 gut bewährte Schildzwerge an der Plattform und die Wendeltreppe hinab stationiert. Ich wurde von der Ballista geholt und für den Bolzennachschub eingesetzt. Den Rest des Tages ist nichts weiter geschehen. Das Unheimliche war, während sich die riesenhaften Quadratbauten bewegt hatten, war nichts zu hören. Kein Ächzen von Segeln und Tauen, das Rollen eines Steins, Seilzuges oder einer anderen Mechanik. Nur ein unmerkliches, unangenehmes Surren. Vielleicht ziehen sie auch wieder ab angesichts unseres waffenstarrenden Aufgebots an tapferen, Angrosch gefälligen Schildzwergen. Liebes Tagebuch, eine Woche ist vergangen, die Monolithen verharren immer noch regungslos in der Ferne. Was wollen die nur? Die Schichtwechsel wurden zur Qual, das Gedränge auf der schmalen Plattform ist kaum zu überbieten. Wenn sein Schildwerk voll gepanzert sich an einem Dutzend anderer vorbeidringelt, dann sorgt das schon für eine gewisse Unruhe. Vor allem, als sich auf der langen Wendeltreppe zwei Trupps begegneten, einer von unten und von der Messe und einer von oben, da sah man, wie blank die Nerven liegen. Das Warten ist es, das Warten darauf, dass etwas passiert. Erster Kampftag. Angros steht uns bei, sie hatten heute ihren Angriff gestartet. Es hat keine Stunde gedauert, dann hatten sie die Plattform übernommen. Die Ballistas erwischte es zuerst. Die Wendeltreppe brach unter dem Beschuss in sich zusammen, sodass der obere und untere Teil der Festung mit der Versorgungskammer von oben abgetrennt wurde. Ich bin kein Militärexperte, aber die Gräume scheinen ganz genau zu wissen, was sie tun. Nachdem wir uns in die Gänge zurückziehen konnten, hat Nanosch sofort veranlasst, die Gänge zu versiegeln. Ich sollte mich gleich daran machen, die Vermauerung in den Gängen anzulegen. Wir konnten nur hoffen, dass die verriegelten Tore lange genug standhalten würden. Aber wir haben es geschafft. Es folgte daraufhin scheinbar keine weitere Aktivität von den Gräumen. Nanosch nutzte die Zeit und befahl, an allen wichtigen strategischen Punkten Barrikaden errichten zu lassen. Wir arbeiten in fieberhafter Eile die ganze Nacht hindurch. Erst jetzt komme ich ein wenig zur Ruhe, um die heutigen Ereignisse in meinem Tagebuch niederzuschreiben. Ich muss jetzt schlafen. Ich habe nur ein paar Stunden, denn der nächste Angriff ist zu erwarten. Stehe Angrosch uns bei. Verdammt, ich kann nicht schlafen. Diese Formen und Zeichen gehen mir nicht aus dem Kopf. Es mag töricht sein, aber ich muss dies jetzt zu Papier bringen. Ja, so etwas habe ich noch nie gesehen. An der Plattform fing es an, als sie uns ohne Vorwarnung mit überzwerggroßen kantigen Steinen beschossen. Aber nicht, wie man sich es bei einem Katapult vorstellen würde. Nein, die Steine flogen in gerader Linie schleppend langsam auf uns zu. Wir registrierten erst gar nicht ihr Entgegenkommen. Diese Steine waren keine groben Bruchsteine, wie man sie üblicherweise verwendet, sondern präzise gefertigte geometrische Körper. Jede Seite ist mit fremdartigen Symbolen verziert. Kurz vor dem Eintreffen begannen sich die Geschosse immer schneller werden, um ihre eigene Mitte zu drehen. Unaufhaltsam frästen sie sich so in die Wände der Wehranlage. Was daraufhin geschah, ist unbeschreiblich. Diese Rotation der Geschosse veräppte, bis sie zum Stillstand kamen. Auf einmal wuchsen aus einigen der dreieckigen Seitenflächen dieser Steine weitere geometrische Körper hervor, die sich vom Hauptkörper trennten und dabei in kleine Kuben verwandelten. Aus deren Steinfläche trat wieder ein weiterer
Kubus hervor. Diese Kette von Kugeln tastete sich dann wie ein Arm, dessen Glieder von einem unsichtbaren Band getragen wurden, im Raum umher, um schließlich den Boden, Wand oder Decke zu verankern. Gespenstisch, kann man nur sagen. Das sind dann also die ganzen Steinwände, die wir gesehen haben.